Und damit herzlich willkommen zurück zu One More Vermintide. Wie schon gesagt, gehen wir in der Folge hier shoppen. Wir haben jetzt schon mal interessante Sachen hier bekommen. Das hier wäre, glaube ich, sogar noch sinnvoll. Aber wir haben nur noch 395. Wir nehmen mal hier 30% mehr Heilung. Wird uns leider mehr helfen als das hier. Also als das hier oben. Wallace, Blumen, Eckel helfen. Okay. Das hört sich ganz gut an. Gut, wenn wir schnell 10 Gegner mit hintereinander töten, bekommen wir Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Und wenn wir geschlagen werden, sind unsere nächsten 2 kritische Treffer. Das hört sich doch ganz gut an. Und wir haben, glaube ich, 10% Angriffsgeschwindigkeit von unserem Waffentrade. Und in diesem Chaos Wraith One haben wir es jetzt endlich mal geschafft, nicht in der Arena der Schatten zu sterben, auch wenn es mal ganz, ganz knapp war. Aber das ist halt so. Wenn Simon nicht dabei ist, wir uns nicht absprechen können, also nicht wirklich absprechen können, außer komm her, danke, ja und nein. Und Patrouille ist da auch nicht wirklich so viel. Gutes Gameplay los. Oh, der Zwerg hat gar nicht hier Mokums Bombe, der hat das andere hier. Okay, und Tryas ist hier. Können wir bald schön voll heilen, das ist eigentlich ziemlich nice. Okay, wir haben schon mit dem Slash beide bekommen. Oh, und wir haben Regeneration. Wir jagen die Rattenoger jetzt. Wir können nicht hier zum Zwerg, leider. Wir können ja auch locker durchs Gas gehen, mal unseren Stärketrank trinken. Es ist natürlich Illusionist. Wir haben es gleich. Jawohl. Und jetzt mal schnell den Zwerg hier holen. Und jetzt ist es nur noch große Gegner und ein paar kleine. Und, ah, okay, wir kriegen Regeneration nur, wenn wir drin sind. Unten. Das ist genau der gleiche Trade wie bei, wenn wir quasi Grimoire im normalen Spiel holen. Okay. Netten ist irgendwo eine Gasratte. Kümmern wir uns mal schnell drum. Okay. Oh nein, jetzt gibt es keinen Chelias Gifts mehr. Mir fällt es auch jetzt erst auf, dass wir hier Schaden teilen. Naja, was gäbe es noch für Segen? Es gäbe noch Flüche, meine ich. Gäbe wahrscheinlich noch den, wo wir hier miteinander, also ich glaube Lightning wäre noch, nee, als, ich glaube da gibt es gar nicht mehr so viel. Was wäre denn noch einer gewesen von hier Slaanesh? Es gibt den Bubbles. Den Bubbles gibt es aber niemals in Arenen. Den Schadenstein und, oh ja, das mit den Tränken wäre noch, glaube ich, möglich gewesen. Wir würden einfach auch gar nicht dahin kommen. Oh, hier ist noch ein Medpack. Können wir noch mitnehmen. Bomben explodieren übrigens auch nach einer gewissen Zeit.
So, ich hab's verkackt. So. Ah ja, die Runde war echt angenehm. Trotz meinem super tollen hier Sprung in den Tod am Anfang. Also beziehungsweise versuchten Sprung in den Tod. Und noch ein paar anderen dämlichen Sachen ging es eigentlich ganz gut. Und das ist ja wieder eine von den super langen Folgen mit hier 6 Minuten irgendwas. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden wir gemacht haben. Wir sind ja von Anfang an dabei gewesen. Ha, wir haben ja auch gehostet. Aber unsere Mates sind ja auch immer nach und nach dazugekommen, haben verlassen. Die werden generell nicht so viel Schaden gemacht haben. Ach, manchmal wünsche ich mir wirklich, wir könnten das mit den Kisten hier komplett überspringen. Ich hoffe, dass es in Darktide so einen Knopf gibt dann am Ende, dass man alles skippen kann. Das wäre schön. Ja, akzeptabel. Auf Kataklysmus kriegt man natürlich nochmal also teilt man natürlich nochmal deutlich mehr Schaden aus. 3000 erlittenen Schaden, wir haben wirklich alles mitgenommen und wir kamen gerade. Und wir haben ja die ganze Zeit Schaden bekommen von unserem Talent, denn über 50% Leben sind. Kriegen wir Attack Power 25% und dann auch noch 3 Schaden. Nicht Talent, sondern Segen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Mini-Folge mal wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Und bis dahin, tschüss.